Hey Leute, weiter geht's mit einem neuen Teil von Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Ich war jetzt gerade in Majula, habe meine Seelen in Sicherheit gebracht und bin jetzt hier wieder zurück bei diesem Leuchtfeuer Sonnenturm, heißt das, glaube ich, hier im Eisenschloss. Und wie ihr seht, ist das ein total blödes Leuchtfeuer. Man kommt nämlich nur hier über diese Leiter raus, die oben auf den Sonnenturm führt. Und hier können wir uns mal die Gegend angucken. Ich dachte, ich hätte diese Plattform schon runtergelassen, dass man da gescheit drüber laufen kann, aber offensichtlich muss ich da nochmal den Hebel ziehen. Naja, diese Gegend hier unten werden wir auch noch gleich absuchen. Und da hinten durch dieses Nebeltor gehen, durch die Nebelwand ins nächste Gebiet. Aber jetzt gucken wir hier uns erstmal hier oben um. So, hier haben wir wieder jemanden. Da können wir ein Eid leisten. Oder wir können keinen Eid leisten. Eid des Glockenhüters leisten. Nein, das machen wir jetzt nicht. Den haben wir ja auch schon im Mondturm gefunden. Ich weiß gar nicht, wenn man diesen Eid leisten würde, greifen einen dann diese Zwerge da dann nicht an? Diese hier meine ich. Aber denn hier? Ist das jetzt ein Finstergeist? Nee, gell? Ah. Und kleine Zwerge und... Ach du meine Güte. Ist ja alles voll hier. Da kann mich noch dunkel erinnern, dass dieses Gebiet irgendwie doof war. Vor allem, weil es hier wenig zu finden gibt. Irgendwie. Und man sich die ganze Zeit fragt, was man hier so eigentlich macht. Ja, du haust mich hier noch. Und dann schießen die ganze Zeit. Oh. Ah, da bin ich nicht schnell genug weggekommen. Also ich weiß... Nicht, das sind keine Finstergeister, die hier rumlaufen. Hallo, komme ich jetzt mal zurück zum Leuchtfeuer? Hallo? Was war jetzt das gerade? Wieso hat der da so lang gehangen? Keine Ahnung. Okay. Ich jetzt noch mal hoch. Weiß jetzt nicht, ob schwarze Magie für die besser ist. Gucken wir mal. Ach, bin ich ein Depp. Bringe ich mich auch noch selber um hier. Mal gucken. Aber ich meine, wenn ich den einen hier erledigt habe, der kommt dann nicht mehr. Da kommen dann nur noch diese kleinen und natürlich der mit dem Schwert kommt da wieder. Genau. Na, hier steht doch auch noch einer. Habe ich doch schon gesehen. Machen wir hier erstmal. Pirschen wir uns von hinten an. Hehehe. Das war das. Aber wie gesagt, hier dieses Gebiet ist irgendwie höchst dubios. Hat man bloß diese blöden kleinen Zwerge hier? Und... Na?
Läufst du jetzt weg? Das nützt dir nichts. Wo bist du? Und hier sind so Ballisten, mit denen trifft man aber natürlich nichts. Also ich jedenfalls nicht. Komische Geräusche hier. War da noch so ein Zwerg? Oder habe ich die jetzt alle und den hier nur noch? Na komm. So, dann haben wir den auch erledigt. Bin da etwas zu unvorsichtig hier reingelaufen beim letzten Mal. Aber ich wusste auch nicht mehr, wie viele Gegner da kommen. Und dass da zwei so Pseudo-Finstergeister kommen, war mir auch nicht mehr so ganz bewusst. Schauen wir mal, was man hier einsammeln kann. Ein Gewürz. Und hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Hier kann man einen Hebel ziehen. Wofür der jetzt genau ist, weiß ich nicht. Bimmelt eine Glocke. Die da hinten. Und tut sich was? Nö. Keine Ahnung. Ich glaube, das habe ich auch noch nie herausgefunden. Also, wenn ihr wisst, wofür diese Glocke da sein soll, was die bewirkt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Habe ich eigentlich ein Schild dabei? Ein Schild wäre doch mal. Nee, ich habe kein Schild dabei. Das ist jetzt doof. Jetzt falle ich hier wieder runter, oder? Ich glaube, ich werde mir hier mal ein Schild holen. Ein Schild. Habe ich denn irgendwie eins? Das sieht doch gut aus. Höhlensoldatenschild. Naja, gut. Hübsch ist was anderes. Da liegt jetzt noch ein Item. Auch wieder so ein Gewürz. Irgendwie findet man hier keine dollen Sachen. Oh, da ist schon wieder so einer mit so einem Schwert. Und dann kommt er auch noch hier rauf. Ich glaube, die Kleinen kommen hier nicht rauf. Den erstmal erledigt. Schnell, schnell. Also das Gebiet ist irgendwie komisch. Da Lavasee bis zum Horizont. Blöde Zwerge. Jetzt haben wir die Zwerge aber auch. Und hier ist noch was. Und hier diese Gewürze hier. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, für was die eigentlich sind. So, und dann gibt es hier eine Truhe. Ich hoffe, da ist jetzt was Gescheites drin. Selbstverbrennung. Auch so eine lustige Pyromantie. Ein Menschbild. Schlangenpastillen für was auch immer. Gibt es hier eigentlich eine versteckte Wende? Ja, genau. Und jetzt bin ich wieder hier. Was total doof ist. Also. Wenn ich jetzt hier runterspringe zu dem Leuchtfeuer, dann muss ich wieder da ganz oben drüber. Also wer sich das ausgedacht hat, ich weiß ja nicht.
Oder ich habe irgendwas übersehen. Erstmal da oben einen weg, weil ja, ich würde ja natürlich gerne hier meine Zaubereien wieder aufladen, aber das funktioniert ja jetzt nicht. Wenn ich da zu dem Bonfeuer springe, dann muss ich ja wieder oben hoch drüber. Wie gesagt, das blödeste Bonfeuer hier auf dem Weg. Wenn ich jetzt hier runterspringe. Ah, nee, da habe ich eine Leiter. Da kann ich. Oder ich stelle mich irgendwie doof, aber. Ich habe jetzt echt keinen so Peil, was ich da falsch gemacht haben könnte mit diesem Leuchtfeuer. So, hier sind jede Menge Ritter, die sicher gleich angerannt kommen, wenn ich hier. Ah, Turtle. Da sind auch welche draußen. Wo muss ich eigentlich hin? Also ich muss darüber. Aber ich konnte doch noch diese Plattform hier irgendwie absenken, weil da hinten geht nämlich auch noch eine Leiter hoch. Die habe ich beim ersten Mal spielen gar nicht entdeckt. Genau, dann wird das nur versenkt und du wirst hier in der Lava versenkt. Coole Sache. So. So. Und hier ist alles voll Feuer. Und da hinten steht auch noch einer, der auf mich schießt. Vielleicht kann ich den auch mal irgendwie erledigen. Muss bloß aufpassen. Hier auf dem Boden seht ihr da diese Schalter, dann kommt dann Lava aus der Wand gelaufen. Das möchte ich hier vermeiden. Hier kann man da irgendwie runter und da hinten steht noch eine Kiste, aber das scheint irgendwie eine größere Vorbereitung zu bedeuten, um da hinzukommen. Vorsichtig vorbei. Da muss man nämlich hier dieses Wasser benutzen und dann alle möglichen Zauber, die halt Feuerresistenz. Oh, Leute. Wird schon ganz anders hier. Erwischte ich den da? Ja. Lauf du da mal in das Feuer hier. Komm. Genau. Kann ich mir nämlich eine schwarze Feuerkugel sparen? Ah, und jetzt laufe ich da auch noch rein. Ich Depp. Sieht der hier mit der. Sieht der mich hier? Ach, der andere sieht mich. Ah, nein, 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 nein. Aber der läuft auch durchs Feuer. Der hat jetzt was fallen lassen, aber das ignoriere ich jetzt mal. Und wenn man auf diese Plattformen da drauf läuft, habt ihr gesehen, die klappen dann weg. So, dann haben wir den auch erledigt. Dann laufe ich jetzt mal ganz vorsichtig dahin und hol mir das Loot noch da hinten.
Also das Loot oder der Loot oder eine große Seele. Oh, meine Güte. Vorsichtig. Vorsichtig, vorsichtig. Und dann gehe ich jetzt mal hier die Gegend erkunden. Und ich meine, da hinten kommt dann auch wieder ein Finstergeist. Wie viele? Ich glaube, der wäre etwas zäh. Ah nee, kommt erst noch mal ein Ritter. Noch ein Ritter? Meine Güte. Aber wie gesagt, ich glaube, da hinten kam dann noch mal ein Finstergeist. Ich werde jetzt mal vorsichtshalber noch mal meine Zauber einsetzen, ein bisschen auffrischen. Da geht's dann noch weiter nach oben. Oder kommt der Finstergeist jetzt gar nicht? Natürlich kommt der. Haben wir doch gedacht. Oh mein Gott. Total nervig. Bleib mir hier vom Leib. Eine Luft gönnen. Und dann holt er auch noch so riesen Knüppel raus. Ah, immer noch nicht tot. Hallo? Jetzt aber. Ja, das sieht jetzt etwas mau aus hier mit meinen Zauber einsetzen. Muss ich jetzt noch mal irgendwie ein bisschen aufladen. Ich glaube, da muss ich mir wieder ein paar von diesen Zweigen besorgen irgendwo. Wo bin ich hier? Sinnlos. Okay, dann lasse ich das mal. Ich vertraue jetzt mal auf den Hinweis, auf die Hinweise. Da höre ich schon wieder Lava gluckern da draußen. Kann ich den hier? Erwische ich den hier? Man könnte ja eigentlich auch mit. Mit dem Fernrohr irgendwie, glaube ich, zielen. Ich probiere das jetzt mal mit den Seelenpfeilen, weil die, gehen weiter. Ah, da ist auch noch einer. Mein Gott, Leute. Und ich weiß ja nicht mal, ob das jetzt ein tolles Gebiet ist oder ob das sich. Nicht schnell genug. Hier in Deckung gegangen. So. Jetzt haben wir nur noch einen. Oder? Es sind auch noch welche um die Ecke. Ne, sieht nicht so aus. Jetzt muss ich dann wirklich hier runter, okay.
haben wir den aber auch erledigt. Wieder jede Menge Gewürze. Oh, eine Truhe. Gib mir was Schönes, liebe Truhe. Eine Großaxt. Die kann ich sicher wieder nicht tragen. Eine Titanitscherbe und Feuerpfeile. Kann man immer gut brauchen. Oh, ist das hier ein Stier oder was? Da. Große Statue. Sieht man die von irgendwo? Weiß ich jetzt gar nicht. Gehen wir jetzt mal Aussicht bewundern hier. Das sind diese Glockentürme, wo wir da eine Glocke geläutet haben. So, okay. Und jetzt muss ich... Oh, jetzt muss ich hier runter. Supi-dupi. Oh. Meine Güte, ich liebe ja diese Level. Oh Gott, da gibt es so ein Dark Souls 3, auch so ein Level, wo man hier so auf Bäumen rumlaufen muss, rauf und runter. Meine, in dem einen DLC wäre das, Gemalte Welt von Ariandel. Wo ich auch immer so schweißnasse Hände kriege, wenn ich hier so rumlaufe. Oh mein Gott. Gibt's hier noch irgendwo was? Oh meine Güte. Da steht einer. Ja, und jetzt bin ich irgendwie überfragt, wie ich hier wieder runterkomme, ohne in die Glut zu fallen. Wenn ich jetzt hier auf diesen Nachricht lesen, hier, ja toll, auf diesen Topf springe, dann falle ich doch sicher in die Lava. Ich probiere es jetzt aber trotzdem. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ich habe auch so viele Seelen. Das wäre jetzt doof, wenn ich hier... Goldener Schlangenring. Ah, das ist... Da kann ich... Finde ich mehr Gegenstände. So, und jetzt sind wir nämlich eigentlich schon hinter dieser... Nebelwand, wo wir eigentlich auf der anderen Seite rein wollten. Hier. Also so wollte ich jetzt da eigentlich gar nicht hin. Ich glaube, beim ersten Mal habe ich mich dann hier mit einem Heimatknochen rausgebeamt, weil ich mich da nicht runterspringen getraut habe. Aber ich glaube, hier war doch noch eine Kiste. Und... Es war hier... Feuer. Ist der Turtle jetzt da verbrannt, oder? Schaut so aus. Uah, da kommt auch noch Feuer. Okay. Ah, ich war weit genug weg. So. Klosteramulett, noch eine Seele. Ich würde mich ja jetzt gerne bis zum nächsten Leuchtfeuer hier durchschlagen. Nachdem schon alle Gegner hier weg sind. Guck mal, da laufen Ketten rauf und runter. Die schmelzen gar nicht in dem komischen Lavazeug. Aber was die genau bewirken, weiß man auch nicht. Hier war doch noch so ein Turtle, oder? Genau. Also dieses Gebiet ist echt ziemlich nervig. Vor allem, weil man ständig Angst hat, hier irgendwie runterzufallen. Das Blöde ist hier, da fällt dieses Fallbeil. Da zack wieder runter und hier steht so ein Ninja-Turtle.
und dann kommt man hier nicht mehr raus. Ich ziehe das jetzt nochmal hoch und locke den hier so ein bisschen. Oh! Nein, 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 nein. So, ich glaube, da sind noch mehr. Ich muss da jetzt schön einen nach dem anderen irgendwie erledigen. Ich glaube, hier sind noch mehr. Nee, hier ist jetzt gerade mal keiner. Aber dafür wieder Flammen. Wo muss ich denn da hin? Da gab es doch irgendwo eine Leiter, oder? Einmal hier irgendwie in die Ecke. Ah, da hinten war die Leiter, genau. So, da unten geht es dann zum nächsten Boss. Zu dem alten Eisenkönig. Aber hier haben wir erst noch ein paar Sachen zu erledigen. Hier gibt es nicht wieder eine Leiter. Erstmal Linsen. Ah, hahaha, genau. Hier, nächstes Bonfeuer. Das wollte ich haben. So, jetzt Zaubereinsätze erstmal aufladen. Und dann hier den Hebel ziehen. Damit schaltet nämlich diese ganzen feuerspeienden Dinge ab. Hier kann man die Aussicht genießen. Wo guckt man da hin? Weiß ich auch nicht so genau. Und man kann dann hier auch Lucatil beschwören für den nächsten Boss. Das werden wir dann auch gleich machen. Oder in der nächsten Folge. Mal gucken. Jetzt gehe ich aber hier erst nochmal ein bisschen Loot einsammeln. Nachdem ja jetzt hier die Flammen aus sind, ist das alles etwas relaxter. Bogen mit Blitz. Oh, cool. Oh, oh. Oh nein, 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 nein. Oh. Da unten ist jetzt die nächste Boss-Arena, da hinter dem Nebel. Aber ich würde gerne meine Seelen erstmal in Sicherheit bringen hier. Übrigens, wenn man hier dann die Flammen ausgeschaltet hat, ich meine dann unten, wo dieser Eisenschlüssel gelegen ist. Ach, das könnten wir eigentlich nochmal machen. Ich meine nämlich, dass dieser Eisenschlüssel da zu der Tür passt, wo wir den allerersten Boss, den letzten Riesen, besiegt haben. Also vor der Boss-Arena. Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren, weil ich nicht genau weiß, ob das der Schlüssel ist oder nicht. Und wo man dann da hinkommt. Das mache ich jetzt mal. Und zwar, wo muss ich hier hin? Dahin. Achso, ich hätte meine Seelen erstmal. Gut, ich gehe jetzt dann kurz nochmal nach Majula. Sorry for that. Meine Seelen. Ich bin ja so ein Schisser. Immer wenn ich ein paar Seelen zusammengesammelt habe, bringe ich die erstmal in Sicherheit. Den alten Eisenkönig muss ich mir auch nochmal überlegen, wie ich den besiege. Weil ich glaube, gegen Dunkel ist der auch empfindlich. 39, genau. Mache ich hier unten noch auf 40. Dann habe ich hier meine
mein Soll erreicht. Da ist, glaube ich, so ein Softcap drauf, dass sich dann eine weitere Steigerung eigentlich nicht mehr rentiert. Jetzt schaue ich noch mal, wie viele Seelen ich hier noch habe. Das war jetzt ja nix. Ob ich vielleicht noch ein Pünktchen in Gesundheit. Ah, das wird nicht reichen. Reicht gerade nicht. Okay, gut. Egal. Ach, was ich euch auch noch zeigen wollte. Ich komme hier von Hundertsten ins Tausendste. Wir haben ja hier diesen unfreundlichen Händler hier drin beim ersten Mal erschlagen, um an seine an sein Outfit zu kommen, weil man dadurch ja mehr Seelen bekommt, wenn man das angezogen hat. Hätte ich eigentlich auch anziehen sollen, aber ich wollte ja hier mal wieder mein Löwenmagier-Gewand anziehen. Dann erscheint so ein Grabstein hier und dann kann man an diesem Grabstein beten, kostet dann 3.500 Seelen und dann erscheint ein Geist, dieses Morlin, und man kann bei dem dann wieder Sachen einkaufen. Aber nachdem der ja sowieso nichts Interessantes im Inventar hat, lohnt sich das eigentlich nicht. So. Dann gehen wir jetzt hier wieder in den Wald der gefallenen Riesen. Und ich werde aber jetzt mal, weil ich den Verdacht habe, man kommt da in diese Grube, wo die Salamander drin sind, werde ich jetzt mal einen Salamander von oben erstmal erledigen. Na? Ich habe übrigens jetzt mal Dark Souls Remastered wieder mal angefangen. Ich hatte das so halb durchgespielt mal auf der PS4 und ich habe mir das aber auch für den PC gekauft. Da ist es noch ein bisschen hübscher. Und da, ach, ich wollte ja den Salamander da unten erledigen. Ah, vor lauter Quatschen. Ah nee, da fahre ich viel weiter runter. Gut, sicherheitshalber mache ich das aber nochmal. Aber das ist schon so lang her, dass ich das Dark Souls Remaster gespielt habe. Ich stelle mich da an wie der Depp, verlaufe mich da ständig und habe eigentlich überhaupt keinen Peil, was ich da so mache. So, den kann ich nicht, also den einen kann ich nämlich zumindest von oben hier erledigen. Ich glaube, da sind mehrere drin. Weil einen haben wir ja schon getroffen, der da in diese Höhle sein Feuer speit, wo wir uns das Feuerschwert geholt haben. Man kann, glaube ich, auch da hinten irgendwie runterspringen. Indem man hier auf diesen Haufen springt und dann da runter. Das kann ich ja dann vielleicht auch nochmal probieren. Aber jetzt fahre ich hier erstmal runter und guck mal, ob der Schlüssel passt. Ich weiß, dass ich hier schon mal drin war, aber ich weiß nicht mehr, wie ich da hingekommen bin. So, hier war doch ein Typ gestanden, genau. So, und da probiere ich jetzt mal, ob das. Ah, genau. Da passt nämlich der Eisenschlüssel. Oh. Wieso kann ich den jetzt hier nicht anvisieren? Weißt du hier Feuer oder nicht? Oder doch? Oh Gott, ja. Natürlich.
vorsichtig hier. Ich weiß nicht, ob die auch so empfindlich gegen dunkle Magie sind. Da hinten läuft auch noch einer rum. Mal gucken, was hier so zu holen gibt. Hier mal was. Das war ja jetzt super. Und der läuft da auf der Stelle. Kann ich mich da anschleichen vielleicht und ihm das hier wegschnatzen? Schwerer Eisenschlüssel, wofür brauche ich den denn schon wieder? Ja, der ist, scheint hier irgendwie beschäftigt zu sein, dann lasse ich den auch. Und ansonsten, wo komme ich jetzt hier hin? Ach, da bin ich dann erst hier oben, wo ich da oben runter geguckt habe, oder? Oh mein Gott. Wie erledige ich den denn da? Auch so viel Schaden macht der gar nicht. Geht eigentlich. Oh. Mein Gott. Beruhig dich wieder. Alter Eisenschlüssel, keine Ahnung. So. Dann haben wir dich auch erledigt. Hier ist eine Kiste. Flammenquarzring. Ach, der ist gegen Feuerschutz ist das. Kann ich das hier nehmen? Eine Seele. Ohne dass ich hier verbrutzelt werde. Feuerdrakenstein. Kann ich damit eine Waffe mit Feuer. Mit Feuer verstärken? Ah nee, das ist... Ha. Feuer, erfüllt die Ausrüstung mit Feuer, genau. Ach, ich habe noch 3 Magiesteine. Da könnte ich ja auch mal eine Waffe mit Magie durchwirken, aber okay. So, einen Falkenring. Ich glaube, da fliegen die Pfeile weiter. So. Haben wir jetzt alles weggelootet? Vor allem, wie komme ich hier wieder raus? Hier, das sieht doch hier so nach Tür aus. Nee. Bin ich da jetzt wieder unten? Nee, ich habe doch hier mein Dings. Vielleicht kommt man dann da durch dieses Tal wieder raus, wo wir das Feuerschwert gefunden haben. Keine Ahnung. Aber egal. Gut, dann würde ich sagen, das war's jetzt für diese Folge. Da haben wir wieder ein cooles Gebiet hier abgeklappert. Und in der nächsten Folge werde ich dann den alten Eisenkönig zusammen mit der Lucatil besiegen. Ja, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!